wie soll eine Frau 40 Stunden arbeiten gehen, danach Fußball spielen? Ich sage immer, stellt euch vor, der Messi geht jetzt 40 Stunden richtig hart arbeiten. Ich bin gespannt, wie denn seine Laufwerte sein. Kann man ja heute statistisch alles nachweisen. Sport hat schon immer einen riesen Stellenwert in meinem Leben und seitdem ich denken kann, spiele ich Basketball und liebe den Sport einfach so. Von dem her war es für mich eben, weil die Kampagne darauf aufgebaut ist, diese Gleichheit zu schaffen, die einen schon das Leben lang begleitet oder der Wunsch nach Gleichheit im Sport. Da die Kampagne dieses Thema unterstützt, war für mich eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich da mitmachen muss, wenn ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, ein Stückchen näher zum Equal Play zu kommen. Kein Mensch weiß, dass es Rollstuhltennis gibt. Mhm. Oder generell halt irgendeinen anderen Behindertensport, weil man hört halt leider nichts. Haben wir eh gesehen heute, gell? Genau, also wir sind null sichtbar. So, und ich finde es echt schon mal voll gut, dass das eben dann gemacht wird, solche Turniere. Was mir aber trotzdem persönlich dann immer einfach nur vorkommt, das ist oft dann halt eine Randshow so. Also viele Menschen wissen dann gar nicht, dass das ist oder gehen eben zu diesem Fußgängerturnier und sehen dann auf, da spielen halt Rollstuhltennis, was dann natürlich sehr interessiert, weil Rollstuhltennis ist echt cool. Aber sie wissen es halt vorher nicht und da sind wir eben bei den Medien, weil das einfach nicht oft halt zu wenig Sichtbarkeit einfach bringt. Und das ist international oft mal ein bisschen besser. Niederlande sind da sehr Vorreiter auch. Genau, also die sind wirklich gut. Oder auch England, da wo wirklich Rollstuhltennis einen ganz anderen Stellenwert schon hat. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass das in Österreich sich auch ändern wird. Diese Frage, was interessiert die Menschen, das kann man so gar nicht beantworten. Also wir haben da, glaube ich, ganz viele Vorurteile. Wir haben vor 10 Jahren gesagt, Frauenfußball interessiert niemanden. Was war? Es haben eigentlich nur die Strukturen gefehlt. Es hat das gefehlt, dass es ein cooles Event ist. Es hat das gefehlt, dass die Frauen in den großen Stadien spielen. Es fehlt natürlich im Vorfeld schon einmal die ganzen Strukturen. Wenn es anfängt, dass ich unglaublich viel Überwindung als Mädel brauche, dass ich überhaupt dranbleibe, weil hallo, es ist echt schwer, wenn ich Exotin bin da drinnen. Ja? Also das sind halt Rahmenbedingungen. Ich kann nicht das eine mit dem anderen vergleichen, wenn die Bedingungen ganz, ganz andere sind. Deshalb sind Menschen oder Firmen, Unternehmen wie Win Today einfach wichtig, weil ihr gebt dem Ganzen jetzt einfach viel mehr Plattform und Sichtbarkeit vor allem. Und was macht jetzt, und wie wir wissen, Win Today konkret dafür, insbesondere wenn es um Chancengleichheit geht, und vor allem, was mich interessiert, was macht ihr anders als alle anderen? Also ich gebe dir ein Beispiel. Im Basketball ist es tatsächlich so, dass wir Frauen, Männer und Behindertensport, und dort ist ja die inklusivste Sportart der Welt, der Rollstuhlbasketball, weil da spielen Männer und Frauen dann gleich im selben Team. Und wir finden das cool. Wir fühlen uns in der Basketballfamilie wohl und da gab es ein Event letztes Jahr, die 3x3 Weltmeisterschaft am Rathausplatz. Das fanden wir auch cool und wir haben mit dem Basketballverband gesprochen und gesagt, ja, das unterstützen wir gerne auch als Hauptsponsor. Es hätte ein Basketballfest werden sollen und unsere Bedingung war, dass Rollstuhlbasketball am Main Court stattfindet, am Finaltag. Da haben wir ein Rollstuhlbasketball-Turnier vorgesehen gehabt und der Basketball-Weltverband hat gesagt, das geht nicht. Weil die Rollstuhlfahrer würden den Court kaputt machen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann geht's nicht, dann zahlen wir nicht. Und ich schwöre dir, nach 30 Minuten haben sie zurückgerufen und haben gesagt, latest time okay. Research, geht doch, machen den Court doch nicht kaputt. Und wir haben es durchgezogen. Wir hatten am Finaltag zwischen den Halbfinale und Finalspielen ein Rollstuhlturnier, Finalspiel, mit denselben Regeln, mit dem Ball, mit dem Korb, wo der Korb ist und mit denselben 10 Minuten. Und für uns war es 3.500 Menschen im Stadion. Wir wussten nicht, ob die Menschen aufstehen und gehen. Wir wussten nicht, wie die Reaktion sein wird. Und die Spieler hatten im Finalspiel der Rollstuhl-Basketball-Bundesliga 4 Zuschauer. Das war wenige Monate davor. Und es war wirklich so, die 3.200 Menschen sind sitzen geblieben. Es war ein cooles Basketballfest, es haben alle applaudiert und es war eine wirklich tolle Stimmung. Wir haben den Siegerschirm übergeben und es war ein richtig stimmiges Fest. Und das ist genau, glaube ich, der Unterschied zwischen wir meinen es auch ehrlich und wir stehen da voll dahinter. Du warst in Amerika, ich habe es jetzt erst kurz erwähnt, vor 5 Jahren bist du zurückgekommen, warst du in Texas, Orga-Kulturschock, bist du Wienerin gebürtig? Ja. Nach Texas, ist eine Ansage. Und dann nach Florida, da hast du noch deinen Master drauf gemacht, bist dann wieder nach Hause gekommen. Wie kann man den Sport dort mit unserem hier vergleichen? Das sind echt zwei verschiedene Welten. Auch im Frauensport? Und ja, also es gibt noch immer, natürlich ist es nicht genau gleichwertig wie der Herrensport, aber die haben auf jeden Fall
Also im Vergleich zu Österreich sind die auf jeden Fall vieles, vieles weiter und haben auch in den letzten Jahren wirklich riesige Schritte gemacht. Vielleicht noch kurz, wie ich auch da hingekommen bin. Für mich war das nämlich auch so, ich habe eben diese Schlupflöcher gesucht. Wie kann ich diesen Traum, meinen Sport auf höchster Ebene zu spielen, erreichen? Bei einer Randsportart wie Basketball in Österreich ist es dann nochmal schwieriger, weil es gab damals nicht mal Akademien für Burschen. Das heißt, es gab nicht mal da was, wo ich mitmachen könnte. Das kam auch erst später. Deswegen habe ich halt so irgendwie den Traum gehabt, okay, ich versuche es dann einfach woanders, die schon weiter sind. So bin ich mal nach Amerika gekommen. Und dann auch, was schon angesprochen wurde, ich bin dort angekommen und das ist wirklich einfach die Wertschätzung, was ganz was anderes. Du wirst wirklich, also die Leute bewundern dich oder die staunen und schätzen es einfach wert, dass du so viel Zeit in diesen Sport investierst und eben nehmen dich als Athletin wahr und nicht als Mädchen, die irgendwie ihre Zeit da mit Sport verschwendet. Also die promoten Damensport gerade richtig, die machen zum Beispiel Basketballspiele von College-Teams, also Mädchen-College-Teams spielen die in Footballstadien vor 55.000 Leuten, setzen sich halt so andere Ziele, okay, wir wollen einen neuen Rekord schaffen, die meisten Zuschauer beim Damenspiel oder die WNBA, also die professionelle Liga der Damen, die hatten bei den letzten Finals 1,3 Millionen Zuschauer, glaube ich, weil sie es jetzt einfach so, sich zum Ziel machen, da anzuschließen, sich den Herren. Und da ist wirklich auch ein Riesensprung geschehen in den letzten Jahren und ja, da sieht man, wie viel in so wenig Zeit möglich ist. Wie sehen die Zukunftspläne aus, Georg? Also ich habe gerade das Basketball-Beispiel angesprochen, du hast Tennis angesprochen. Wir sind ja auch im Tennis Hauptsponsor, gemeinsam mit dem ÖTV haben wir uns die Preisgelder angeschaut und wir haben auch da jetzt Preisgelder für Rollstuhltennis möglich gemacht, weil es am Ende des Tages auch unfair war. Gab es einen Bewerb vor 2 Jahren, da hat der Nico Langmann als Gewinner eine Urkunde bekommen, während dahinter die Männer und Frauen mit Preisschecks gestanden sind. Und ehrlicherweise glauben wir, dass wir in allen diesen Sportarten, die wir jetzt begonnen haben, das jetzt einfach so lange durchziehen, bis der Equal Play Day am 31. Dezember ist. Was erhofft ihr euch von dem Equal Play Day? Ich erhoffe mit dem Equal Play Day, dass es für junge Mädchen normal ist, Profisportlerinnen zu sehen. Und dass das ein normaler, vielleicht auch ein normaler Berufstraum ist, den man ausführen kann, dass das nichts Außergewöhnliches ist. Schwierig. Ich würde mal ganz anders anfangen. Ich würde mir nicht nur im Sport, sondern gesellschaftlich eine Gesellschaft mit mehr Toleranz wünschen. Weil ich glaube, tolerante Menschen sind offener und die werden auch verstehen, dass Gleichberechtigung eine Selbstverständlichkeit ist. Ich hoffe mal von der Initiative eben genau das, dass das Denken vieler Menschen geändert wird und das weg von die Frau kehrt hinterm Herd oder die Menschen mit Behinderung, die können sowieso nichts, zu eben Frauen und Behinderte, die kämpfen genauso hart in einem Sport und haben deswegen die volle Berechtigung oder halt eben Gleichberechtigung für die Sichtbarkeit in der Berichterstattung der Medien wie der Männersport. Es wird einfach gleich sein. Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ja, schau, ich freue mich. Für alle Gäste. Ja. Wir waren nämlich, du hast es angesprochen, wir waren in den Fanshops unterwegs. Nicht nur im Fußball, sondern auch in unseren Sportarten, ehrlicherweise. Und wir haben keine Fan-Trikots gefunden von Spielerinnen. Und das haben wir zum Anlass genommen, dann einmal nachzuschauen. Lisa, deinen Namen haben wir gegoogelt in den Abmeldungen 2023. Und auf diesem T-Shirt ist der Name von der Lisa öfter als in der APA im ganzen Jahr 2023. Unser aller Ziel sollte es sein, mehr Sichtbarkeit, weil das erhöht die Chancen auf Sponsorverträge, was wiederum das Geld und die Möglichkeit zur Professionalisierung möglich macht.